und Ihnen zu Hause guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Berlin! Guten Abend, Berlin! Hallo und herzlich willkommen, Berlin 2015! Vielen Dank, Düsseldorf! Guten Abend, Düsseldorf! Auch Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Düsseldorf! Unsere nächsten Gäste waren noch nie im deutschen Fernsehen live zu sehen, aber sie haben versprochen, zu mir zu kommen und das auch noch in 3D. Wir erwarten ein Faultier, das nicht nur alle Kinder lieben, ein Mammut mit einem riesigen Herz, ein Säbelzahntiger, dem so einiges gegen den Strich geht und ein hungriges Eichhörnchen, dem das Leben so vorkommt wie eine einzige schwer zu knackende Nuss. Aber vielleicht klappt es ja heute. Zumindest weiß ich, wie ich ihn locken kann, nämlich damit. Bin ich. Hä? Was? Ah, hallo! Hallo, Lene! Hey! Ach, du heißt He? Nein, He, Lene. Ach so, Lene mit einem He. Ja, ganz genau. Und ich bin Sid. Du kennst mich doch sicher, oder? Ja, du bist das Faultier aus Ice Age. Genau, du siehst hübsch aus. Bist du auch ein Faultier? Naja, eigentlich schon, aber heute wohl eher nicht. Heute bin ich auch nicht faul. Ich bin nämlich mit meiner Herde unterwegs. Draußen ist es so kalt. Ich glaube, es geht bald wieder eine Eiszeit. Na, hoffentlich nicht. Wo ist denn deine Herde? Da hinten. Komm mit, die musst du unbedingt kennenlernen. Ah. Telefon klingelt. Willst du nicht rangehen und hören, wer dran ist? Ja, sicher. Aber wo ist denn das Telefon, Ernie? Warte, ich such mal. Das muss ich doch alles wieder aufräumen. Oh, hier. Gut. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Hallo, Ernie. Hier spricht Helene Fischer. Oh, was für eine Überraschung. Du, Bert, es ist Helene Fischer. Wie bitte? Helene Fischer? Mhm. So ein Unsinn, Ernie. Das ist doch total albern. Hallo, ist noch jemand da? Ja, ich bin auch dran, Helene. Ja, Ernie, ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht Lust habt, mit mir zu singen. Oh, was für eine Überraschung. Oh, Bert, Helene möchte mit uns ein Lied singen. Oh, Helene Fischer will ein Lied mit uns singen. Das ist ja lächerlich. Hallo. Hallo, Helene. Hallo. Also wirklich, was? Hi. Aber das ist ja... Helene Fischer, habe ich doch gesagt, Bert. Aber das Helene, darf doch nicht wahr sein. Mach dir doch gemütlich. Dankeschön. Und aber was ist denn mit dir los, Bert? Also ich bin ja eigentlich diejenige, die total aufgeregt ist.
Ganz ruhig, ruhig Blut. Was ist denn schon dabei? Ja, genau, ich meine, das habe ich genau von euch gelernt. Als Kind, als ich klein war, da habe ich von euch gelernt, dass man einfach mal die Welt mit ganz anderen Augen sehen soll und einfach alles nicht so ernst nehmen soll. Ne? Da hast du recht. Siehst du, Bert, was ist denn schon dabei? Ja, wenn ihr das meint, dann 1, 2, 3, 4. Oh. Oh. Schon dabei, das Leben hin und wieder mal nicht ganz so ernst zu nehmen. Na, das sag ich doch die ganze Zeit, Bert. Ja, ja. So richtig albern sein, ganz laut zu lachen und auch morgens nicht früh aufzustehen. Ja, ich stehe auch nicht gerne früh auf. Tag aus, Tag ein, nur ernst zu sein, das ist nicht unsere Welt, das macht uns gar nicht froh. Oh nein, ganz und gar nicht, Irene. Drum denk nicht nach, was andere tun und glaub uns eins, die Welt, ja, die ist wunderbar. Ganz wunderbar. Wunderbar. Was draußen kalt und gefährlich ist. Und du dein schönes, warmes Bett vermisst. Vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Hey Junge, du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast deine Sorgen genauso wie ich. Wir halten zusammen, ich würde wirklich alles tun für dich. Egal was passiert, verlass dich auf mich, denn du hast einen Freund in mir. Hey Fabian, du hast einen Freund in mir. Hey Helene, du hast einen Freund in mir. Nehmen Sie jetzt mal einfach mit Backstage. Kommen Sie mal mit. Hallo, liebe Leute, ich bin's wieder, eure Larissa, und ich bin heute Backstage bei einer Fernsehshow. Ich glaube, bestimmt sowas wie Deutschland sucht The Voice of Germany's Next Supertalent Model oder so ähnlich. Oh, 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 sorry, ich habe dich nicht gesehen. Ich kenne dich aus dem Fernseher. Ja. Silvi Mais. Können wir Selfie machen, bitte? Sorry, aber ich glaube, du verwechselst mich. Ich muss jetzt auch gleich wieder auf die Bühne, okay? Okay, auf die Bühne? Aber dann bist du ja auch zum Casting hier. In dem Outfit kannst du aber nicht gehen. Das ist ein Bademantel. Du hast Glück. Ja. Denn ich bin Larissa und ich bin eine Expertin für Mode, Styling, Beauty, Lifestyle, Food und Travel, wie man ja bekanntlich sehen kann. Ich habe alles dabei, ich schwöre, ich helfe dir. Aber vertrau mir, es ist das Beste für dich und für die Leute da draußen, die dich gleich angucken müssen. Aber... Ich höre immer nur aber, sei doch nicht so negativ. Du musst an dich glauben und vor allen Dingen musst du auf mich hören. Probier mal das hier und das hier und das hier. Und das hier, das ist sehr stylisch, ich schwöre. Und dieser Lipgloss, der matcht voll. Und wenn du ein Po haben willst wie J.Lo oder Kim Kardashian, dann brauchst du diese hier. Brazilian Butt Putz. Zieh an. Das war alles. Oh, du meine Güte, du siehst wunderschön aus. Gefällt's dir? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Sprich mir nach. Du musst aus deinem ganzen Herzen sprechen. Du musst sagen, oh du meine Güte, das ist das Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben mit meinen Augen gesehen habe. Sag. Oh du meine Güte. Lauter. Oh du meine Güte. Wie bitte? Oh du meine Güte. Ich kann dich nicht hören. Oh du meine Güte, das ist das Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben mit meinen Augen gesehen habe. Ich schwöre. Krass, Larissa.
Ich schwöre es 1 Million Mal tief in mein Herz drin. Danke. Du bist meine aller beste Freundin. Und du auch meine. Wie heißt du überhaupt? Helene. Helene? Mhm. Mit diesem Namen wirst du nie ein Star. Du brauchst einen Künstlernamen. Ich weiß. Harley Havana. Ja. Das passt wie die Faust auf ein Auge. Noch eine Minute. Oh, meine Güte, Larissa, schon zu spät. Wir müssen los. Ich fühle es eindeutig. Jetzt bist du bereit für die Bühne. Ja. Und weißt du was? Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich komme mit. Oh, ich schwöre, das ist das Tollste, was du jemals für mich gemacht hast. Ich weiß. Komm. Komm. Ja, ich komm. Wow, voll los hier. Hier? Komm, bestell uns hier. Wow, ist das voll viel. Ah, ja. Voll krass. Okay. Komm. Ja, hallo und einen herzlichen guten Abend. Mein Name heißt Larissa. Und mein Name heißt Harley. Ja, und zusammen sind wir 1, 2, 3. Harley und Larissa. Ja. 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 Ja, genau. Harley? Ja? Was machen wir jetzt eigentlich? Also, ich meine, auf einer Bühne bei einem Casting muss man ja irgendwie immer irgendwas machen. Ja, das ist eine gute Frage, Larissa. Ja. Ich weiß nicht, hast du vielleicht einen Hund? Ein Hund? Nein, warum? Ja, da könnte dein Salto machen oder so, ich weiß nicht. Na toll, dann wird der Hund ein Star und nicht wir. Ja. Nein, wir müssen selber was machen. Kennst du Pantomima? Ja, ja, habe ich schon mal im Radio gehört. Aber war voll langweilig irgendwie, ich weiß ja. nicht. Oh, du meine Güte. Was? Larissa. Ja. Ich habe einen Geisterblitz. Seid leise, sie hat einen Geisterblitz. Ich weiß genau, was... Ich weiß es. Wir knoten Tiere aus Luftballons. Ja! Ja, ja, ja. Genau. Oder noch besser, umgekehrt. Wir knoten Luftballons aus Tieren. Ja. Ja. Nein. Nein, das ist auch doof. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Doch, weißt du was? Wir können doch singen. Ja, das kommt bei einem Casting immer gut. Singen. Kennst du die Eiskönigin? Na klar, kenn ich. Ja, ja kennst klar. Du? Ja, ja. Das Lied heißt Lass mal los. Lass doch jetzt endlich mal los. Ja, ja, ja? Kenn ich. Okay. Okay. Also pass auf, ich mach dir das vor und du machst mir das danach. Also du machst so. Lass los, lass mal jetzt los, jetzt lass doch endlich los. Lass jetzt los, lass jetzt endlich los, lass los, lass los. Ja, danke schön. War voll gut, ey. Ja, ich weiß. War voll krass. Ich weiß, das war wunderschön. Ich hab das richtig gespürt, aber jetzt bist du dran, Harley. Aber ich warne dich. Es ist sehr, sehr schwierig. Okay. Lass mal los, lass mal los, lass mich endlich los. Lass mal los, lass mal los, lass mich los. Boah, danke. Fühlt schon gut an. Danke. Ja, aber Harley, weißt du, du hast es mit der Hand vergessen, dementsprechend war das leider sehr schlecht. Ach so, schade. Ja, sorry, aber aus dir wird leider nie eine gute Sängerin. Ach so, schade. Ich dachte, das war voll gut. Ja, es ist schade, wirklich, aber... Naja. Ist nicht schlimm, ist nicht ja. schlimm. Ja, aber ich weiß nicht, was macht man denn sonst bei einer Castingshow, wenn man nichts kann? Also diesbezüglich gibt es, glaube ich, für uns zwei nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen was machen mit richtig Niveau. Ja, genau, mit Niveau, du hast recht. Harley, ich weiß, wofür habe ich dir denn diesen J-Lo Kim Kardashian Po gegeben? Oh, Booty Dance! Down to the floor. Gut. Also ich fand dich richtig gut und für mich bist du auf jeden Fall im Recall. Oder was meint ihr? Ja! War super. Und das war die wunderbare Martina Hill.
Tisch gedeckt, der Wein schon kalt, aber du bist noch nicht da. Es ist ja nicht das erste Mal, du hast viel zu tun, na klar. Doch ich will, dass du weißt, was es heißt, immer nur zu warten. Und ich brauch das Gefühl, du bist da, wenn mein Herz erfriert, oh yeah. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dich verlieren. So fremd und auf den ersten Blick total vertraut. Du und ich und mehr gab es nicht. Um uns herum war eine Welt aus Licht. In meinem Traum, da gab es nur noch dich. Und wir Gruppe, die jetzt zu uns kommt, zum ersten Mal gesehen habe, ja, da bin ich schier ausgeflippt. Mir stockte der Atem und ich wusste sofort, die muss ich in meine Show einladen. Wie Sie ja wahrscheinlich alle wissen, habe ich in den letzten Jahren immer wieder viel Akrobatik und Tanz in meine Shows eingebaut. Als ich aber gesehen habe, was diese 45 Athleten im Alter von 8 bis 41 Jahren leisten, also da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen und ja, ich bin einfach nur wirklich geflasht. Sie haben einen unglaublichen Werdegang. In diesem Jahr sind Sie in den USA bei America's Got Talent aufgetreten, haben es bis ins Finale geschafft. Das ist einmalig, das ist Weltrekord. Sie kommen aus Österreich und Sie sind so wahnsinnig sympathisch, denn keiner von Ihnen ist professioneller Tänzer oder Berufsakrobat. Sie alle haben sich einfach nur zusammengetan, weil Sie die gleiche Leidenschaft teilen. Heute Abend werden Sie wahrscheinlich hoffentlich auch Akrobatik erleben, die Sie so noch nie gesehen haben. Begrüßen Sie jetzt bitte die Gruppe Zur Caro. Viel Spaß.
Ihr Lieben, das war sie. Unsere Show 2020 mit meinen schönsten Momenten der vergangenen 9 Jahre. Vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren, dass Sie diesen wundervollen Abend mit mir verbracht haben. Ich bedanke mich natürlich auch bei den tollen Künstlern, die dabei waren. An alle Beteiligten, Dankeschön für eure Arbeit, auch hinter der Bühne, an alle Kreativen und Macher. Ich kann nur eins sagen, ich vermisse euch wirklich und ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir schon bald wieder eine richtig gigantische Jubiläumsshow feiern werden. Kommen Sie alle gut ins Jahr 2021. Ich schicke Ihnen ganz viel positive Energie. Bleiben Sie stark, passen Sie auf sich auf und vor allem bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Dankeschön, Ihre Helene Fischer. Einfach ausgemacht. Du wachst auf und denkst, wie soll's weitergehen? Mach's Fenster auf, du wirst schon. Für meinen nächsten Song brauche ich dringend Unterstützung und deswegen habe ich mir Männer eingeladen mit Temperament, Leidenschaft und Blut. Quatsch. Für den nächsten Song habe ich... Nee, Quatsch. Und das ist die Show, bei der ich mich am meisten austoben kann. Denn deshalb ist diese Show am Jahresende auch ja... Der Mann, der in über... Und der...
Er hat auch noch in diesem Jahr, sogar vor 2 Wochen. Shit, das kann ich ja so nicht sagen. Ich mach dich schnell nochmal, okay? Aha. Da war sowieso ein technischer Fehler. Mit einem Bambi ausgezeichnet für sein großartiges Engagement seines Projekts Dieter Tepem. So ein Musiker ist heute Abend zu uns gekommen. Er ist was? Echter Mann. Irland ist das Land, wo die saftigen Wiesen sind, wo glückliche Kühe auf diesen Wiesen weiden. Auf Platz 1 der deutschen und österreichischen Charts gelandet. Hier ist... Oh Mann! Hier sind das... Aus seinem Erfolgsalbum Take Off the Alley. Take Out of the Alley? Take Off the Alley? The Alley. Something with Alley. La, 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 la. Sieben Fässer Wein, Joanna, dich zu lieben, gewidmet, gewidmet? Nein, er hat uns nicht gewidmet, oder? Nein, oder nicht? Santa Maria, dich zu lieben, Joanna, gewidmet, scheiße. Er begann als Musiker und hat sich auf die Straße gestellt und hat... Und diese Telefonkonferenz... Oh, ich bin sehr dagegen! Nun merke ich, dass hier was abgegangen ist, ehrlich gesagt. Das schlabbert. Tja, du nimmst einen weißen Faden. Wie verrückt bist du denn? Das schlabberige Ding da, das müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal fixen. Noch einmal bitte das hier, das goldene Ding da annehmen. Das wäre ganz toll. Oder sollen wir das hinter der Bühne machen? Mit einem schwarzen Faden vielleicht, hä? Guck mal, verrückt. Ich habe überlegt, ob ich nicht eine Show machen soll. Die Versprecher der Helene Fischer.